Nervig in Anführungszeichen. So, dann kaufe ich bei dir mal wieder. 60. Auf 60 hoch, dann können wir nicht dreimal schlafen gehen. Ja, dreimal schlafen gehen. Haben wir wieder 60 Energie knapp. Dann können wir hier weiter jagen. Kriegen wir mehr Jagderfahrung. Und hier jagen. Aber ich habe noch nicht genug Kampferfahrung, um die kaputt zu machen, oder? Jäger. Ja, mir fehlt die Kampferfahrung. Und in der Höhle kann ich auch nicht weitermachen. Ja, das ist eine neue Fledermaus. Ach nee, da brauche ich einen roten Trank. Okay, ja, wenn ich einen roten Trank nur brauche, dann holen wir uns den roten Trank. Schnell. Und machen die platt. Ich habe jetzt ein bisschen Geld bekommen. Zack, einen roten Trank. Da, zack, letzte Fledermaus down. Das hat mir jetzt was gebracht? Außer Kampferfahrung nix, ha? Hier fehlt mir Kampferfahrung. Kann ich nicht weitermachen. Da habe ich aber einen Pilz gesehen, den kann ich nur mitnehmen. Da gibt's nichts Neues. Da brauche ich noch Fischen. Ach, da könnte ich so Zeug kaufen. Okay. Aber dann kann ich doch auch gleich das normale Zeug kaufen. Hier ist eine Kiste. Schön. Hier fehlt mir was? Kampferfahrung? Dich kann ich platt machen. Hier fehlt immer noch Kampferfahrung. Ach, guck mal, eine Ratte. Aber es ist schön, dass Sachen respawnen auf der Map. Achso, ich kann jetzt meinen Speer kaufen hier. Kann ich nicht die Spinne hier auch killen? Brauche ich überall den Speer? Wieder einmal schlafen gehen. Also dreimal schlafen gehen. Das respawnt wirklich. Da respawnt wirklich jedes Mal auf den Karten wieder neues Zeug. Das ist fast schön. Also schön. Es ist halt, du musst jede Karte wieder neu durchgucken. Ich muss jede Karte immer wieder neu durchgucken. Auch keine Hasen und Kaninchen respawnen jetzt mal. Pilze. Hier ist nichts. Doch, hier sind die Eier. Also jedes Mal, wenn du schlafen gehst, respawnt das. Ja gut, dann bleibe ich bei dreimal schlafen gehen und wir haben wieder Pfeile. Die hat er gerade eben nicht gehabt. Weißt du nicht, wo ich die Frösche loswerden kann? Aber wir müssen hier bleiben, um weiter Kampferfahrung zu kriegen. Sonst kommen wir nicht voran. Jetzt können wir das hier durchsuchen. Ach, hier ist der Mann. Ah, guck mal. Schlösser knacken. Das haben wir auch noch nicht. Die Fähigkeit.
Ja, mit bestimmten Anzahl. Okay. Kampferfahrung 20 geht nicht. Okay, hilf mir. Gegengift. Einen roten Trank und hier Kampferfahrung. Und hier brauchen wir ein Seil. Okay. Kaufen wir auch gleich mal eine Fackel. Die werden wir bestimmt brauchen. Für dich habe ich Felle. Einen roten Trank. Und für dich habe ich Fleisch. Krabben. Und Eier. So wie Pilze. Ich sehe nochmal Eier. Kann ich hier nochmal eine Brotzeit kaufen? Brauche ich zwar noch nicht gerade, aber... Wir haben sie schon mal. Hier. Auf mit dir, ab ins Lager. Und bei dir haben wir jetzt dich abgegeben. 9 Bogen. Hier fischen. Ah, fischen müssen wir ja auch gucken. Wir haben ja die Insel da unten ganz vernachlässigt. Guckt mal, was da wieder respawned ist. 2 Sachen. Okay. Die Angel auswerfen, das... Also ich muss mal ernsthaft die, ja... Die Musik ein Ticken leiser machen, weil die auf Dauer nervig ist. Dass hier wenig, ein bisschen mehr im Hintergrund ist. So. Ich wusste irgendwie, wir brauchen die Fackel. Weil wenn wir in die Höhle gehen... Da kommen wir gar nicht weiter. Aber da ist eine Spinne respawned, na danke. Gegengifttrank, das bringt uns nichts. Was ist denn das hier? Kann ich nicht anklicken. Na, ich kann endlich die Schlange da kaputt machen. Endlich. Oh, grr, grr. Rieche Menschenfleisch. Schnell weg hier. Das waren Orks. Nichts Neues aufgetaucht. Wir haben sie gesehen. Hier sind wieder Eier. Oh. Übrigens, Zombies. Ach, jetzt können wir da oben auch rein. Ich guck mal die Karten durch. Okay, ich muss eh erstmal schlafen. Wir müssen erstmal ein Nickerchen machen. Oder ein paar Nickerchen. Stopp, falscher Kaffee. Erst von heute Morgen. Also, es ist leer, da ist nur so ein Tropfen drin. Okay, bam. Gibt's hier unten eigentlich was Neues? Eine neue Ratte. Ja, warum nicht?
Wir kriegen nicht mal mehr Kampferfahrung für die Ratte. Hier sind viele Zombies, aber ich habe hier noch ein Ei gesehen. Das nehme ich mit. Zwei Eier. Hey, ich habe schon mal zwei Eier. Also Ratten steigern unsere Kampferfahrung nicht mehr. Hier kommen wir auch nicht weiter, wenn wir keine Kampferfahrung haben. Ja, was töten wir denn doch noch? Ach, ich kann jetzt die Schlange kaputt machen. Aber diese immer noch nicht. Neuer Screen, wuhu! Da ist ein Bär. Da brauche ich noch ein bisschen Erfahrung. Übrigens immer noch keine Karte gekriegt, gell? Ein Bier und ein Ding. Hier kann ich Holz kaufen. Bier und Essen will er haben. Ich sammle aber die ganze Karte ab hier. Alles, was ich gerade sehe. Ich glaube, das war es jetzt auch schon. Dann stopp. Ich habe hier noch was gesehen. Und da. Ein Bier und Essen will er haben. Ja. Jetzt kriege ich bestimmt noch irgendeine Fähigkeit. Nein. Hier kann man Holz kaufen. Gegen dich kann ich immer noch nicht kämpfen, weil mir Erfahrung fehlt. Hier kann ich nicht kämpfen, weil mir Erfahrung fehlt. Die Spinnen haben wir schon. Hier kann ich wieder einsammeln. Oder wir fischen. Ach, guck mal. Der will jetzt was. Ich habe endlich eine Karte. Ach, das ist unser Eck jetzt hier. Ah, das sind sogar die Händler mit eingezeichnet. Das ist cool. Kann ich aber so eine Schnellreise machen? Ach, cool. Ich kann die direkt anklicken und dort kaufen und ver... Die Insel ist aber nicht drauf. Aber das ist wurscht. Das ist cool. Nein. Das ist cool. Das ist richtig cool. Weil ich dann hier vor Ort... kaufen kann. Also wenn ich jetzt irgendwo bin und sage, hey, ich brauche das, klicke ich auf die Karte drauf und kann mir das kaufen, da wo ich bin, wo ich es gerade brauche. Das ist mega nice. Zwar halt ein bisschen unrealistisch, aber mega nice. Fand es, dass man dann dorthin kommt an der Karte, wo man hinklickt, auch jetzt nicht schlecht. Von den ersten beiden Teilen. Aber ich muss sagen, Kampferfahrung fehlt mir. Wir haben in den Teilen schon wirklich, man sieht eine Veränderung in den Spielen. 1, 2 hat man schon die Veränderung gesehen. Jetzt zu 3 sieht man wieder eine Veränderung. Ist gut gemacht. Mein Schild ist zerbrochen. Natürlich blöd. Weil ich hier jetzt das Schild brauche. Und so einen lilanen Trank. Jetzt gehen wir nicht auf die Karte. Ich weiß hier... kann ich das verkaufen? Und meine Eier, da habe ich auch sehr viele. Frage ist, wo kann ich den lilanen Trank kaufen? Ah, okay. Und wenn dann ein Fuß dort ist, geht man dorthin. Okay. Also, mir fehlt ein Schild und ein lilaner Trank.
Konnte ich irgendwo einen lilanen Trank kaufen? Hier! Und das Schild. Und wenn ich jetzt hier... Okay, geht doch. Kann ich die Schlange nicht noch platt machen? Wieder ein Erdbeben? Eine Vision. Ich brauche wieder einen lilanen Trank. Das ist 50 Monster? Krieger? Okay. Und okay. Wir müssen schlafen. Konnte nur einmal schlafen. Und das Viech hier können wir noch nicht platt machen, ha? Was fehlt uns? 22, aber wir laufen direkt an ihm vorbei. Wir können hier wieder Ratten kaputt machen. Kaufe ich gleich mal zwei. Ich kann mir gerade kein Schwert kaufen, oder? Jetzt können wir uns wieder ein Schwert kaufen. Barscher Händler. Und bitte. Können wir auch gleich wieder schlafen. Als ob ich es gewusst hätte, Fackel haben wir auch keine mehr. Fackel konnten wir hier kaufen. Wir schlafen jetzt aber erstmal. Zweimal. Zack. Hier einmal die Fackel aufstellen. Dich angreifen, hier untersuchen. Weitergehen. Nee, wir brauchen wieder einen roten Trank. Also roten Trank, eine Fackel. Fackel war hier. Das ist echt schön, weil man da nicht immer den Screen verlassen muss. Doch, das finde ich so schöner sogar. Einmal die Ratte, hier geht's auch weiter und hier geht's weiter, würde ich sagen. Erdbeben! Wieder eine Vision. Was für ein schöner Stein. Ja, der ist so schön blau, hä? Mhm. Er bringt Liebe nach Zerstörung, naja. Was ist man bereit für Liebe einzugehen? Gehen erstmal nach oben.
Schlafen. Was? Wir können... Oh, wir können nicht einmal schlafen. Oh, da müssen wir auf einmal gucken, wie wir gleich Geld herbekommen. Einmal brauchen wir das so oder so. Dann gehen wir mal wieder raus. Müssen wir erst... Oh, wir können angeln. Okay, das ist gut. Wir können angeln. Wenn wir angeln können, dann haben wir schon mal einiges gewonnen. Können wir nicht jetzt dann Fische verkaufen? Wir gucken mal wieder jeden Screen durch. Pilze. Und Pilze. Es geht nämlich so das Geld ein bisschen aus. Kaninchen? Ah, guck mal, den da können wir, die Schlange können wir jetzt auch platt machen. Entschuldigung. Und den Bären da oben können wir auf keinen. Ein Fuchs! Da fehlt uns wieder einiges an Jagdfähigkeit. Und den Bären auch. Nahkampf. 40. Ich glaube, das kriegen wir relativ schnell zusammen. Hey, du hast eine neue Aufgabe. Eine Axt. Ja, weißt du was? Die Axt kann ich dir gleich besorgen. Und zwar hier. Da, deine Axt. Hä? Jagd. Okay. Sonst gibt es hier jetzt nichts Neues, das ich zumindest sehe. Hier jetzt den wir noch nicht machen können. Hier können wir jetzt angeln. Das machen wir natürlich auch gleich. Und das Kaninchen holen wir uns auch. Wenn das, gucke ich mal rum, ob es hier irgendwo wieder Pilze gibt oder sonst irgendwas. Nö. Gucken wir mal da weiter. Dich können wir noch nicht. Dich können wir aber hier angeln. Wir brauchen Pfeile. Kaufen wir auch gleich 20. Oh. Wir müssen schlafen. Was wir gerade nicht können. Dann kaufe ich mal schnell. Zeug, damit wir pennen gehen können. Jetzt ist eh alles wieder respawned, oder? Toll. Ja. Bestimmt. Ich müsste aber noch einen Bogen haben. Ja, ich habe noch einen Bogen. Dich können wir nicht, aber dich können wir noch. Ich habe jetzt auch noch keinen Händler gehabt, ob ich die roten Pilze oder die Frösche verkaufen kann. Ich glaube, davon müsste ich doch auch schon sehr viele haben. 18 Frösche und 49 rote Pilze und 33 blaue Pilze. Das ist schon einiges. Okay, hier gibt es echt viel wieder. Sonst sehe ich jetzt aber nichts Verstecktes oder so. Nö. Im ganzen Wasser nichts Verstecktes sehe ich. Und auf der Insel auch nicht. Also Pilze oder sowas sehe ich da nicht. Nope. Sehe ich nix. So, dann Fisch, Fisch, Fisch. Oder? Mein Fischernetz ist zerrissen. Na, danke. Ach, da, oh, ich habe da noch genug. Keine Sorge, ich habe noch genug. Nee, das ist keine Kiste. Ich Eier! Ich habe Eier gesehen. Das ist jetzt auch nichts mehr. Okay. Hier oben irgendwas Neues?
Ja. Und ich kann die Spinne platt machen. Den Fuchs kann ich noch nicht jagen. Gib mir noch Erfahrung. Dann müssen wir wieder schlafen gehen. Wir können nicht schlafen gehen. Erstmal verkaufen. Wenn einiges verkaufen. Ja, sogar wirklich einiges. Ich würde sagen, wir pennen auch gleich wieder dreimal. Können wir da mal weitermachen? Ich glaube, in der Höhle war auch noch was. Irgendwie sein Dolch müssen wir noch finden, gell? Überall ein lilaner Trank, das dürfte jetzt nicht so das Problem sein, oder? Dreimal lilanen Trank gekauft. Und alle drei einmal platt machen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der Speer jetzt kaputt geht. Na, noch nicht. Und jetzt? Ja, hier ist der Dolch. Ich hab dein Dolch wieder, Junge. Ich hab mal Pfeile gekauft. Guck mal. Pilze. 200 Pilze gesammelt schon. Da ist jetzt auch nichts mehr. Du willst, dass ich das Vieh da oben töte. Das hier. Was wir jetzt auch machen können. Da brauchen wir einen lilanen Trank. Den kaufe ich mir. Dann können wir den auch, das Viech da auch platt machen. Speer ist zerbrochen. Das war mir irgendwie schon sowas von klar. Klettern wir mal runter. Brauchen rote Tränke und eigentlich einen Speer. Geh noch mal raus. Ah, ich habe das Viech kaputt gemacht. Boah, danke. Ich habe gerade Gold gebraucht, ja. Es fühlt sich aber, wenn man auf die gleichen Screens bleibt, ein bisschen lästig an. Das so, man, es fühlt sich nicht anders, wenn man vorankommt. Also, dass man überhaupt nicht vorankommt. So fühlt sich's an, wenn man halt wirklich auf die gleichen Screens die ganze Zeit spazieren geht. Da müssten wir auch noch weitermachen hier. Ja, wir müssen jetzt auch erstmal schlafen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade weitermachen soll eigentlich. Wo ich denn vorankomme auch. Kiste.